Akif guckt auf jeden Fall zu. Der ist immer dabei. Der weiß, was abgeht. Der weiß, was Phase ist. Machst du jetzt alles zur Vorhingabe? Das ist ja Ja, auf natürlich. den Akif verlasse ich mich. Ja. Obwohl er mich einmal im Four-Player-Chess live im Stream angegriffen hat, ohne Notwendigkeit. Das nehme Oh. ich ihm immer noch ein bisschen übel. Ilja vergisst nicht. Merkt euch das, liebe Zuschauer. Okay, Springer schlägt D5 ist hier kein echtes Thema, oder? Kannst du mal kurz erklären, warum? Nee, also ist nicht so schlimm. Wir spielen einfach weiter. Mit ja, ich glaube, man kann direkt zurückschlagen, D6 spielen, Läufer E6 oder Springer C6 kommt schnell, die Dame steht da einfach falsch und die muss sowieso wieder zurückgehen, wir haben ein Figurpaar getauscht, also. Ja, weil man könnte auf die Idee kommen, dass es eine gute Maßnahme ist, hier für Weiß mit einer Figur auf D5 wiederzunehmen. Theoretisch wäre es das auch, aber das kostet einfach zu viel Zeit. Mit der Dame auf D5 kriegt man diesen rückständigen Bauern dann ganz, ganz schnell wieder aufgelöst. Ja. Okay, so, und jetzt spielen wir D6 und G6 kann ich auch schon pre-moven oder gibt es da eine Variante, wo G6 nicht kommt? Nee, G6 kommt gegen alles, genau. Also Dame A4 natürlich, Ja, aber aber ansonsten. jetzt mit Läufer G7 würde ich immer ein bisschen aufpassen. Da kann Weiß, genau, das ist nämlich einer der Fälle, wo Läufer G7 nicht der beste Zug ist. Denn wir wollen in den Strukturen immer ein Figurenpaar tauschen. Und am liebsten würden wir jetzt Läufer G4 machen und die Festung ausnutzen und eine Figur tauschen. Aber das geht leider nicht, wegen Dame A4 Schach. Und wir ziehen irgendwas dazwischen und dann kommt Springer D2. Deswegen wollen wir hier erst A6 einstreuen. Ah, clever. Und dann muss Weiß wahrscheinlich mit A4 reagieren und dann können wir uns weiter um unser Daily Business kümmern. Genau, wenn jetzt Weiß A4 spielt, was eigentlich in 99% der Fälle passiert, jetzt spielen wir Läufer G4 und haben es sofort geschafft, unseren Läufer abzutauschen. Und das ist eigentlich das Ziel in diesen Strukturen, diesen Läufer vor allem gegen den Springer zu tauschen. Ah ja, das ist ein super Tipp. Also, merkt euch den. Erst A6 einstreuen, nach Läufer G4 käme Dame A4 unangenehm und der Springer wäre entfesselt, könnte dann im nächsten Zug wieder weg. Läufer D7 geht die Dame halt nach C2 oder so. Aber wenn wir A6 spielen, haben wir die positionelle Drohung B5 zu spielen aufgestellt und nach dem automatischen Zug A4 Läufer G4. Also es war dann schon eine ungenaue Zugreihenfolge von Weiß Genau, wahrscheinlich, ne? genau. Also Super. deswegen ist die moderne Hauptvariante auch H3 zu spielen, bevor man E4 spielt, damit man die Diagonale erstmal ein bisschen zulässt und dann erst E4 spielt. Super, okay, Okay, weiter. ja, dann jetzt machen wir wieder Daily Business. Läufer G7. Läufer. Okay. Thomas E4 schreibt, ein Tipp wäre, wenig Figuren zu tauschen als Weißer. Das können wir unterschreiben, oder? Absolut, ja. Weiß will Figurentausch auf jeden Fall vermeiden. Also. Vor allem von dem Springer auf F3, weil der Springer auf F3 will irgendwann immer nach C4 gehen. Okay, was können wir da jetzt machen? Springer D7. Sieht logisch aus. Jo, der will da sowieso hin, ne? Der Springer geht ja auch manchmal über A6 nach C7, aber nicht, wenn da schon Bauer steht. Richtig. Also das kann man sich merken, die Springer gehören nach D7 und C7. Und je nachdem, wie die Bauern gezogen haben, sind die Routen dann halt entsprechend anders. Also manchmal gibt es auch dieses Manöver, Genau. ne? Oder manchmal gehen sie auch so auf diese beiden Felder. Ja. Okay. Ja, was würden wir jetzt dem Akif empfehlen? Läufer G5, das kommt, glaube ich, überproportional häufig bei Spielern, die jetzt noch nicht so ein genaues Repertoire gegen Benoni haben. Eigentlich spielt man Läufer G5 nicht so häufig, oder? Nee, normalerweise nicht. Aber es gibt schon Varianten, wo man. Die Festung nervt immer so ein bisschen. Ja, H6 oder Springer jetzt E5? können wir uns auch schon überlegen, ob wir genau mit Springer E5 Noch vielleicht mehr Figuren tauschen. noch mehr Figuren tauschen. Ja, also das kann man sich merken, das ist gut für Schwarz hier, viele Figuren zu tauschen und am Ende mit dem starken Läufer auf G7 halt Druck aufzubauen. Okay, also Springer E5 würde ich machen. Springer E5. Kurz hier mein Zitronenwasser einschenken. Das übers Wochenende unangetastet im Kühlschrank stand, aber scheint noch gut zu sein. So. Ja, er wird jetzt wahrscheinlich Dame E2 spielen. Dann schnappen wir uns den weg. Ja. Und rochieren oder spielen H6? Gibt es da irgendwie so einen Tipp,
wann man H6 spielt, wenn der Läufer auf G5 steht und wann nicht. Also ich mache immer H6 erst, wenn die Dame sich schon entwickelt hat, weil das ist ein typisches Motiv, dass man H6 provoziert, den Läufer nach E3 stellt und damit Dame D2 halt ein Tempo gewinnt. Aber jetzt hat sie sich bewegt. Jetzt hat sie sich bewegt, jetzt ist es ein absolut legitimer Zug, ja. Sollen wir den machen? Ja. Okay. Aha, sehr gute Daumenregel, gefällt mir. Wenn die Dame noch auf D1 steht, dann ist H6 manchmal nicht so gut, weil Weiß dann ein Tempo gewinnt mit Dame D2, vielleicht manchmal mit Dame C1, aber jetzt hat die Dame sich ja schon bewegt. Okay. Genau. Und? Läuft Pardon? E4, jetzt müssen wir immer so ein Auge haben auf E5, aber ich glaube, das ist hier nicht gefährlich. Deswegen will ich einfach probieren. Ja. Turm ja, Pre-Move. Genau. Echt? Also, man kann halt auch versuchen, mit F5 zu spielen oder am Damenflügel zu spielen, aber. Mach ich mal. Ich würde vielleicht. Ja, okay. Ich hätte fast sogar Dame E7 eher gemacht. Ah, okay, wann macht man das? Die Dame Ah, wenn hat. man Springer D7 spielen will, bestimmt, ne? Genau, ja. Wir wollen Springer D7 spielen und deswegen ist Dame E7 ein logischer Zug. Wenn der Turm auf F8 bleibt, hebt man sich vielleicht eine Option auf mit F5 irgendwann zu spielen. Ach, siehst du, Marki, deswegen bin ich froh, dass ich dich habe. Das hätte ich alles nicht gewusst und ich bereue das auch direkt. Dame E7 klingt viel logischer. Also Oh, schöner Trick. man kann hier immer noch Springer D7 spielen. Also Springer D7, Läufer schlägt D6, Dame B6 ist auch ein typisches Motiv. Um sich dann auch B2 zu bedienen, dann wird der Läufer stark. Ist natürlich sehr scharf. Aber in der Stellung ist es, glaube ich, sogar gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, ich hätte auch noch die Idee, vielleicht so zu spielen und da mal versuchen, auf den schwarzen Feldern vorstellig zu werden. Was ist damit? Auch sehr gut, ja. Also, Oder sowas vielleicht auch? Oh, es gibt so viele schöne Ideen. es gibt, ja, das ist das Ding mit Benoni, man hat immer so viele Pläne und dann muss man sich einen aussuchen. Und ja. Okay, dann such mal für uns aus. Ich mach mal Springer D7. Machen wir es mal ein Okay, bisschen. zeigen wir das mal hier Tippen wir endlich. das mal ein bisschen auf. Sehr nice. Nee, kannte ich auch noch nicht, dieses Motiv. Wer weiß. Vielleicht fange ich jetzt an, statt Wolga Benoni zu spielen. Naja. Spielst du auch Wolga manchmal? Ich habe vor Benoni habe ich Wolga gespielt. Aber ich hatte ja auch noch Ah. nicht deinen Kurs gesehen. Und deswegen hatte ich da nicht die Skills. Seht ihr, Kinder? Immer schön Chessimi-Kurse kaufen. Da Ah, haben wir sechs. richtig. Apropos Chessimi. Passt, also Benoni passt auch sehr zu meinem Spielstil. Das ist halt immer taktisch, da geht es immer ab. Und Wolga passt wahrscheinlich eher zu deinem Spielstil, so langsam, positionell. Ja, manchmal langsam, manchmal nicht. Wir haben Aber immer noch ja, eine Minute, ne? Also. ja, wir kriegen 3 Increment. Ach so. Da bin ich ein bisschen entspannter. Wo ist denn jetzt hier? Moment, so ein bisschen rumschnibbeln. Passt auf, dass wir nicht plötzlich dran sind, so wie jetzt. Ja. So. Jawohl. Jawohl. Ja, nehmen wir, ne? Gönnen wir uns. Okay, tja, wann ist das gut, wann nicht? Also Weiß hat jetzt das Bauernpaar im Zentrum und wir verbundene Freibauern am Damenflügel. Also sowas ist immer risky, wenn der Springer nach C4 kommen kann, wenn der Springer auf F3 sich noch nicht getauscht hat. Das ist ein großer Vorteil von der Zugfolge, die wir jetzt haben. Und da ist eine Figur weg, oder? Ja, aber. Ja gut, er musste Turm C1 wahrscheinlich spielen. Also, aber es gab nicht mehr so viele gute Möglichkeiten. Was hätten wir dann gehabt? Vielleicht Läufer D4, vielleicht C4 sogar, mit der Idee, noch einen Turm hier reinzuballern. Ja, schon Okay. unangenehm. Ja. Gut. Gut. Gönnen wir uns. Wo gönnen wir uns Guter unsere Vorschlag. Turm hängt Ja. auch noch. Ja. Er kann auch noch nicht mal auf B7 schlagen. Guter Vorschlag von Timo. Wir könnten bei TBG im Chat fragen, ob er eine Benoni-Partie gegen uns spielt, weil er streamt auch gerade. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller werden, so vielleicht. Den B7 geben wir nicht her, oder? Den B7 geben wir nicht her und im nächsten E4 hängt er auch. Läuft bei uns. Okay, Das sieht H6 doch geben sehr wir schön her. aus. Hätten auch sowas machen können und dann hier.
weil er nie F3 spielen kann. Ja, gut. Ist jetzt erstmal eine Mehrfigur. Ja. Muss ich jetzt nur noch schnell nach Hause spielen. Aber da sieht man schon, wenn Weiß sich nicht auskennt und vielleicht die Zugreihenfolge ein bisschen durcheinander wirft, kann Schwarz schon direkt das versuchen auszunutzen. Ja, oder vor allem auch, wenn Weiß nicht diese typischen Motive kennt, die man als Benoni-Spieler, als Schwarzspieler halt schon drauf haben sollte. Und meistens ja auch hat, wenn man das spielt, eine gewisse Zeit lang. Oder wir fragen Hikaru, sagt Pluto. Der streamt auch gerade. Ich glaube, der könnte alles gegen uns spielen und würde uns vernöbeln. Aber nicht gegen Benoni. Aber wir sind zu zweit. Wir haben zu zweit mehr Elo als er. Das stimmt. Das kann man nicht abstreiten. So, aber erstmal müssen wir den Akif hier noch zur Aufgabe überreden. Zum Aufgeben zwingen. Das ist der Springer, der macht hier auch einen guten Job mit der Blockade. Allah nimmt zu Witsch. Mach mal sowas vielleicht, oder was fällt dir noch Schönes ein? Ja, mir fällt auch, ja, G5, F5, F4 fällt mir da auch ein. Ah ja, Attacke, natürlich. Läufer hat doch keine Fehler mehr. Wir sind doch im Benoni hier. Ja, ich so positionell, lass mal ein paar Figuren tauschen. Nein, 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 nee. Hier. Da, matt, alles. Gesehen. Da. Lassen. Ah, nee, ist noch kein matt. Schade. Wobei, ist schon nah dran. Schon komm, verdammt. Wir opfern hier ein bisschen was. Wir müssen hier im Stile der Öffnung spielen. Danke, dass du mich dran erinnert hast. Oh, er zieht vorbei. Ist er verrückt. Können wir sowas machen? C4? Achso, C4 stellt eine Figur. Ah, nee. Doch. Figur ein. Ja, stell eine Figur ein. Ja, machen wir das mal. Ja. Gut, das droht noch nicht so viel, aber doch, ja, und dann einfach zur Seite mit dem, ja, mit dem Turm. Bisschen ja, was droht es schon. Ein bisschen was. So, vielleicht. Ich sehe nicht so viele Verteidigungsmöglichkeiten. Nee, das sieht nach... Da ist das Ding. Matt aus. Ah, schau an, wenn ich häufig genug Benoni spiele, vielleicht lerne ich dann dynamisch zu denken, so wie du. G5, L5, Attacke! Ja. Du wolltest wahrscheinlich jetzt irgendwie noch einen Freibauern bilden und dann so langsam ausdrücken. Ja, also eigentlich wollte ich hier Turm E1 gespielt haben und alles abgetauscht haben. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Classic. Der Akif fragt, ob er die Theoriezüge richtig gemacht hat. Markan? Ja, das war schon eine kleine Ungenauigkeit mit frühem E4. Da, also der Hauptzug ist auf jeden Fall H3 zu spielen, bevor man E4 spielt. Mhm. Wenn man diesen Aufbau wählen will. Genau, weil Weiß will nicht zulassen, dass Schwarz so leicht den Läufer abtauscht.